den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Totin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier befindet sich ein Loch im Boden, das in einen Schacht mit einer eisernen Leiter führt. Wollt ihr die Leiter hinabsteigen? Ja, das wollen wir uns mal anschauen. Und wir haben, ich gehe mal kurz raus und zeige euch die Map. Wir haben die zweite Ebene hier erkundet im letzten Video. Haben hier noch eine Truhe, wo wir was einsammeln müssen. Da sind nämlich noch ein paar coole Gegenstände drin. Und wir haben hier eine Truhe. Die ist vom Kapitän, vom Piratenkapitän. Ich glaube, das ist neu. Das kenne ich so nicht. Wir hatten in diesem Raum einen sehr starken Kampf. Ich glaube, gegen 6 oder 7 Gegner. Wo wir gestorben sind und wo ich geflohen bin. Da bin ich alle sterben. Ich hätte mich sterben lassen sollen und hätte, weil ich auch keine Abenteuerpunkte bekommen habe. Die Gegner sind nämlich danach nicht mehr da gewesen. Ich weiß nicht, ob die einen goldenen Schlüssel gedroppt hätten. Das kann aber gut sein. Und das Problem ist, wir kriegen diese Truhe nicht auf. Und da stand, dass wir für diese Truhe, da die Piraten auch nicht wiederkommen, weil wir die vertrieben haben von hier, dass wir den Schlüssel nicht mehr kriegen dafür. Das könnte aber sein, dass der irgendwo... wir nochmal zum Beispiel in das Boot, das ist ja das Piratennest, dass wir da nochmal an den Schlüssel kommen und hierhin zurück müssen und da irgendwas Geiles drin ist. Das fände ich total cool, wenn dem so wäre. Wäre aber neu, also ist mir nie aufgefallen sonst die Truhe. Also ich würde mich schwer wundern, ich hatte ja den alten Teil bestimmt 15 Mal durchgespielt oder so und kann mich nicht entsinnen, dass es das gegeben hat. Hier, nach etwa 2 Dutzend Schritt Höhe erreicht ihr eine kleine Höhle, die sich zum Meer hin öffnet. Fußspuren auf dem sandigen Boden verraten, dass hier ständig Piraten oder Schmuggler ein- und ausgehen. Da jedoch niemand anwesend ist, verlasst ihr die Höhle wieder und klettert die Leiter hinauf. Finde ich sauschade, dass dieser Sprecher nicht mehr im zweiten Teil dran ist. Wen stört, der kann den ja einfach wegklicken, aber naja. So, das heißt, wir kommen hier nicht weiter erstmal und schnappen uns hier aus der Truhe noch die Schwerter. Kannst nichts mehr tragen. Und jede Menge Pfeile. Eieiei, wir haben ganz viel zu verkaufen. Ja, das hier ist diese spezielle Truhe, von der ich rede. Seht doch, die sieht ein bisschen krasser aus. Die hört dem Kapitän. Perdan ist da eingeritzt. Wir merken uns das mal. Ich glaube, das ist neuer Content. Richtig geil. Schönes Ding. Ich hoffe, dass wir den irgendwann nochmal sehen. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil wir die Sachen, glaube ich, hier nicht bekommen als Quest. Finde ich sehr schade, dass das nicht ist. Aber okay, das ist halt so ein bisschen Pen-Paper-Rollenspiel-like, ne? Dass man nicht auf alles genau hingewiesen wird und dergleichen, hört halt dazu. So, wo geht's hier raus? Die Truhe hat nur geöffnet, ne? Da ist nichts mehr zu holen. Dann war es das auch fast hier, würde ich sagen. Wir können natürlich noch ein paar einzelne Truhen schauen, ob wir da irgendwie noch was drin finden. Einmal auf der anderen Ebene war ja eine. Oh, stehe ich falsch? Ja. Die haben wir leer gemacht schon. Hier war ja der Kampf, wo wir gefailt sind. Schreien lassen wir natürlich in Frieden. Und hier haben wir noch eine Truhe. Und noch ein paar Lebensmittel und dergleichen drin. Puh, bringen die so viel, die Fackeln? Weiß ich nicht. Ist das Öl sehr wertvoll? Ja, ja gut, wir lassen das mal hier. Wir haben genügend Kram zu verkaufen. Also, ich hatte auch nochmal in den Kommentaren, hat mir einer darauf geantwortet. Ich hatte ja gefragt gehabt, wie das aussieht mit Fackeln, Laternen und den
dem Stabzauber. Das Licht ist nur anders. Bei der Fackel flackert das Licht und ist halt, wie es halt bei so Licht ist, bei dem Lichtschein. Und beim Stabzauber ist es blaues Licht, das aber nicht flackert, was das angenehmer macht zu schauen. Und bei der Laterne ist es halt Licht wie bei der Fackel, bloß dass es nicht flackert. Also ist der Stabzauber und die Laterne die beste Wahl. Manche würden sagen, mit der Fackel ist die Atmosphäre schöner, wenn sie flackert. So, wo verkauft man den Kram? Ich glaube, wir gehen zu hier dem ganz teuren Grollo. Hallihallöchen. Aber der handelt vielleicht besser. Du handelst ja wahrscheinlich viel zu gut. Reicher Sack, der ist nicht ohne Grund reich. Wir haben zu verkaufen. Einmal zwei Lilien und einmal Hellebarde. Kurzbogen. Die Bolzen, die können auch weg. W6 plus 5. Ich glaube, ich behalte meine 2-Lilien-Waffe. Schau mal, ob wer damit halbwegs umgehen kann. Die Schwerter geben wir nicht weg. Teuer und gut. So, hier geben wir 3 weg und behalten 1. Kriegt man später noch einen magischen Dolch, erinnere ich mich. Okay, soweit, so gut. Waren verkaufen. 16 Dukaten, ordentlich, oder? Fangen wir mal mit 40 an. Ha! Bei Bohrung, ihr bringt mich noch ins Grab. Aber gut, hier habt ihr das Geld. Geiles Ding. Wir haben 88 Dukaten wieder. Ist das cool. Und wir verkaufen jetzt noch woanders den anderen Kram. So, wo war der andere Händler? Das war doch hier. Ja, genau. So. Die brauchen wir nicht mehr. Die können wir verkaufen. Ach, ich hätte mit Dranosch oder wie er heißt reden sollen, ne? Wir haben den Auftrag gefüllt im letzten Video. Stimmt. Stimme ja. Oh, wir haben noch einen Standarddolch. Den habe ich wohl übersehen. Eben den verkaufen wir dir einfach mal mit. Auch wenn das nicht so viel bringt. 3 Dukaten nochmal. Seid mir gnädig. Wie wäre es mit 15? Ah! Ja, ja, komm, gib mir die 3 Dukaten und gut ist. Hab Dank! Rennen wir zu Dranosch. Dann schauen wir nochmal genau, ob wir nicht irgendwie noch einen Gegenstand dann noch verkaufen müssen. Ich vermute, dass wir rein und raus hätten. Also raus und direkt nochmal reingehen hätten müssen. Und jetzt erzählt mal, was ihr da unten so alles erlebt habt. Dramosch bittet euch in die große Halle und lässt mehrere Fässer Bier und ein ordentliches Essen auffahren. So vergeht der Abend und am Morgen seid ihr sowohl ziemlich betrunken als auch sicher, einen neuen Freund gefunden zu haben. 50 Dukaten, Dankeschön. Als ihr euch schon verabschieden wollt, fällt Chojin trotz des offensichtlich angeheiterten Zustandes noch ein, die versiegelte Tür zu erwähnen. Da waren wir ganz unten gewesen, in der 2. Etage. Fürwahr, ich habe in unseren Aufzeichnungen davon gelesen. Wir werden die alten Folianten befragen. Besucht mich wieder einmal.
Vielleicht habe ich ja noch eine weitere Aufgabe für euch. Oh, letzte Essen verbraucht. Oh, da hatten die ein wenig Hunger. Was haben wir jetzt hier? Raumangst alle? Ne, alle betrunken von dem Besäufnis. Ja, wir müssen sowieso rasten gehen. Da müssen wir jetzt gerade mal schauen. Wie viel haben wir jetzt? 50 mehr sind 142 Dukaten. Geiles Ding. Geiles Ding. Wir werden uns besser ausrüsten wieder etwas. Nicht zu sehr, weil wir wollen nicht zu viel Behinderung haben. Und wir schauen mal gerade in das Questlog rein. Problem in der Zwingfeste haben wir gelöst. Wir haben einen neuen Freund gefunden. Ah, das Räubernest haben wir ausgeräuchert. Leider steht hier nicht, dass wir nochmal wiederkommen sollten. Also das schreibe ich mir auch auf. Wo? Da. So, nochmal Zwingfeste. Dranosch. Aufsuchen nochmal und Tür erwähnen. Also er will in den Aufzeichnungen nachschauen. Alles Quests, die wir irgendwann nochmal kriegen, sehr wahrscheinlich. Vielleicht habe ich bis dahin auch den Goldschlüssel gefunden. Na, eigentlich müssen wir nach Felsen. Also ist alles hier separate Quest, die wir nicht machen müssen, aber wir natürlich mitnehmen werden. Es gibt Geld, es gibt Abenteuerpunkte. Was will man mehr? So, wir könnten eigentlich mal einen kleinen Kneipenbesuch machen. Und ein wenig Taschendiebstahl. Obwohl, das sollten wir vielleicht als letztes. Ach nee, komm. Ha! Mit flinken Fingern holt sich Chojin unbemerkt einige Goldbeutel und erbeutet 8 Silberstücke und 4 Heller. Sehr geil. Mal gucken, Taschendiebstahl. Plus 3. Haha, wir haben 19er gewürfelt, aber Schwein gehabt. Okay. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Ah. Der Wirt schaut euch Fragen. Ein paar Informationen. Ja, ja. Während ihr einen kräftigen Schluck. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Und Thoros fährt nur zum Schiff Beispiel. Ja, das hat uns geholfen. Dankeschön. Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Gäste haben die Heimweg machen. Bezahlt, als sie. Huch! Da kam irgendwas passiert. Mit einem gekonnten Radüberschlag springt ein in rot-grüne Gewänder gekleideter Schelm auf euren Tisch. Dann räuspert er sich, der ungebetene Gast, ein paar Mal und lässt einen spöttischen Blick über sein Publikum schweifen. Als er mit lauter, schnarrender Stimme zu sprechen beginnt, ist ihm die Aufmerksamkeit des gesamten Raums sicher. Torala, Freunde, Schwächlinge. Vor euch steht der große Boidilini oder so ähnlich. Meister der Äxte und Messer, verkündet er donnernd, bevor er Odins Bierkrug vom Tisch tritt. Odin ist wutentbrannt über die Vergeudung des guten Biers. Ja, das glaube ich, da haben sie den richtigen genommen, sehr schön. Und schickt sich an, den Schelm einen Kinnhaken zu verpassen. Geschickt wie ein Fuchs weicht dieser jedoch dem Schwinger aus und greift sich einen weiteren Bierkrug, den er diesmal direkt über Odins Kopf leert. Odin ist nicht mehr in der Lage, seine Wut zu kontrollieren und springt auf den Tisch. Also wahrscheinlich wurde das ausgewürfelt. Können wir das jetzt noch sehen? Naja, Jezorn. Okay. Odin ist nämlich in der Lage, seine Wut zu kontrollieren und springt auf den Tisch, um den Schelm windelweich zu prügeln. Doch jeder Schlag geht ins Leere. Plötzlich taucht der Schelm hinter Odin auf, verpasst ihn einen kräftigen Tritt in den Hintern. Odin stürzt vom Tisch und landet Gesicht voran auf dem Boden. Mit einem leisen Seufzen wird er ohnmächtig und beginnt bald darauf an zu schnarchen. Nun, wer wagt es, den großen Budilino herauszufordern? Ihr könnt frei wählen, ob Axt oder Messer. Ich werde stets das Ziel treffen, verkündet der Schelm aufsässig. Dann hält er einen prall gefüllten Dukatenbeutel vor die Nasen der Anwesenden. Der Gewinner erhält diesen Beutel voll Dukaten. Und da ich heute in einer mildtätigen Stimmung bin, ist es euch erlaubt, mit simplen 5 Dukaten gegen mich zu wetten. Na los, wer traut sich? Das Problem ist, die sind alle betrunken. Ich würde es ja versuchen. Aber da er ein Schelm ist,
Das ist ja sowieso Zauberwerkermerk. Ich glaub dir kein Wort, du blöder Pups, Dreck. Pups, Pups, Pups. Wisst schon. Einen der anwesenden Schelm herausfordern lassen. Versuchen, den Beutel des Schelms zu stehlen, während er das Wurfspiel mit einem anderen Anwesenden spielt. Ja, das ist die Frage, ne? Ich denke mal, sie wird den Wurfwaffen auch recht gut sein. Ich denke mal, während wir das machen, ist das besser. Ich habe ja gespeichert, ne? Ich habe gespeichert, hoffe ich. Ja, wir versuchen das mal. Wer soll gegen den Schelm antreten? Schade, dass man jetzt die Werte nicht sieht. Aber ich glaube, die Feyaria Baumkrone ist auch so gut wie der Chojin. Ja, und du stehlst natürlich. Mit einem listigen Grinsen malt Budlini ein kreisförmiges Ziel an die südliche Wand der Taverne und stellt sich dann in einiger Entfernung auf. Er schlägt ein kunstvolles Rad und wirft dabei ein Messer mit solcher Finesse, dass das Ziel perfekt in der Mitte trifft. Feyaria greift seelenruhig nach dem Messer, das auf dem Tresen des Wirts liegt, wiegt es kurz in der Hand und gibt vor, für ein paar Sekunden die Entfernung zum Ziel abzuschätzen. In der Zwischenzeit schleicht sich Chojin an den Schelm heran und versucht ihm den Goldbeutel zu stehlen. Doch der Schelm wirbelt herum, greift Chojins Arm und pustet ihm ein fahrgeliges Pulver ins Gesicht. Heftig niesend taumelt Chojin davon und stößt gegen ein paar Tische, bevor schlussendlich eine Wand seinen Irrweg beendet und ihn zu Boden schickt. Der große Budini wirbelt zu Feyaria herum und boxt sie zuerst in den Magen und schickt dann einen Kinnhaken hinterher, der Feyaria bewusstlos zu Boden schickt. Ha! Das wird euch lehren, sich mit dem großen Budilini anzulegen, heult der Schelm auf, bevor er ratschlagend die Taverne verlässt. Vermutlich können wir nicht schlagen. Zwei Bewusstlose. Ne, drei. Ja, die wurde ja auch noch zum Verprügeln. Ja, nee, das ist es uns nicht wert, ne? Also wir, wie geht das? F6, ah ja. Aber lustig, das zu sehen, ne? Ja, wir waren genau vor der Kneipe, haben kurz etwas gecheatet, weil wir 5 Dukaten nicht verlieren wollten. Werden hoffentlich jetzt nicht vom Taschendiebstahl... Ja, wir kriegen dafür wesentlich weniger als eben. Naja, das ist halt so. Und verlassen mal die Taverne. Wir wollen etwas schlafen. Da wir alle betrunken sind. Ein Zimmer mieten. Und wir leisten uns eine Einzelsuite. Ja. Dankeschön. Gehen wir aufs Zimmer. Wir haben ja jetzt Geld. Ha! Und fangen an mit Regeneration, Heilung. Heilkunde Wunden auf dich. Schön. Heilkunde Wunden auf dich. Ah, das geht gar nicht. Ja, ich bin das jetzt gewohnt. Das ist noch bei Schweif drin. Das ist alles noch ein bisschen, ja, nicht verbuggt, aber da kann man noch so oft man will heilen irgendwie und Nahrung suchen und Kräuter. Das kann man dann 1000 Mal machen, wenn man will. Aber das wird ja noch gefixt irgendwann, hoffe ich. Am besten warte ich sowieso 2 Jahre, bis die ganzen Patches und alles gekommen sind noch und das Spiel... Na, also momentan muss ich echt sagen, tue ich den Teil hier bevorzugen als den zweiten. Ich fand den ersten ja sowieso immer besser. Der war einfach komplexer, mehr zu tun, mehr zu machen, besser durchdacht als der zweite, fand ich immer. Und hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht, diese ganze Schnitzeljagd und so. Aber wer weiß, was da alles für neuer Content noch kommen wird durch DLCs und dergleichen in den nächsten Jahren vom zweiten. Und dann wird der vielleicht genauso gut. So. Heilmal? Oh, 2, immerhin, ne? Das wird später mehr, wenn die Werte höher sind. Heilkunde Wunden? Geht nicht. Also wir können nur 2 Leute heilen, so wie es aussieht. Ja, 2 Dinge gleichzeitig geht nicht. Okay, das heißt, du kannst nur 2 Leute immer heilen. So. Das könnte schon fast ausreichen für ein bisschen Astralenergie, ne? Meditieren. 9 Punkte, immerhin.
Und Ferjaria, der fehlen ja nicht so viele. Ich glaube, wir gehen einfach jetzt ein Ründchen schlafen. Aber keine 23 Stunden, sondern 8. In deiner Herberge. Es geht doch nichts über das pulsierende Leben und die Sauberkeit einer zivilisierten Stadt, meint Chojin, vor dem Einschlafen. Ja, ich schätze besonders diese himmlische Ruhe zwischen all den Marktschreiern und betrunkenen Torwartern. Aber auch die betäubenden duftende Kloake neben unserer Herbergsfenster ist von atemberaubender Schönheit, antwortet Ferjaria zynisch. Ja, es ist schön gemacht. Also. Aber wir haben uns vielleicht auf die falsche Kneipe ausgesucht. Also Einzelzimmer, da ist der Schlafsaal wohl schöner gewesen als hier dieses Zimmer. Nee, aber wir können jetzt sehr wahrscheinlich wieder heilkunde Wunden machen. Nee, reicht nicht aus, 8 Stunden. Ist auch anders als im zweiten. Dann schlaf mal noch 11 Stunden. Jetzt aber, oder? Ach, einen ganzen Lebenspunkt, du bist ja toll. Und nochmal geht nicht. Kann die Runde nicht richtig versorgen. Ah, zum Glück ist sie nicht verletzt worden. Aber immerhin. Und du darfst nochmal meditieren. 6 Punkte, Dankeschön. Und dann gehen wir jetzt zum Kräuterhändler. Also ich habe noch die restlichen 3 Stunden schlafen wollen. Ihr seid gerade eingeschlafen, da stolpert ein völlig betrunkener Zwerg zu euch ins Zimmer. Rolpst herzhaft und legt sich zu George ins Bett. Und furzt euch nicht rum. Ihr habt ein wenig Mühe, könnt ihn aber schließlich mit vereinten Kräften und nur wenig Gewalt vertreiben. Ihr verriegelt die Tür und versucht weiter zu schlafen. Allerdings gelingt euch das eher schlecht. Was natürlich schade ist, weil wir uns da nicht richtig regenerieren. Wir nehmen mal eine richtig ordentliche Portion Essen. Boah. Moment. Status sehen wir das, oder? Hunger, Durst. Ja, das sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus. So schlimm ist das jetzt nicht. Also ich muss auch sagen, ich glaube, wenn wir die Zwingfeste im alten Teil, die ersten beiden, gemacht haben, dann sind wir sogar schon aufgestiegen. Ne? Also man merkt richtig, dass das durch diese Mod länger dauert. Also hier mit 64 war ja viele Truhen geknackt hat, ist er da höher, aber im Grundgedanken haben die alle um die 50 nur. Was nicht so viel ist. Und 7 Silbertaler finde ich ein bisschen viel jetzt, damit alle satt werden. Lass uns mal schauen, was denn Nahrung kostet. Wir müssen ja was... Was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas gekauft gerade? Ich hoffe nicht. Wir schauen mal, was das denn hier kostet. Was kostet das denn, wenn ich hier was essen will? Die Taverne. Ja. Der Wirt schaut euch fragend an. Wir wollen nichts. Ihr seid ja nicht so hastig, meine Freunde. Wie wäre es zunächst mit einem... Nein, wir haben keinen Durst. Dann weiß ich wirklich nicht... Nach einer Weile kehrt er zu euch. Also gut. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Raus aus meinem Lokal, elendes Gesocks. Ja, wir verlassen die Taverne. Er wird sauer, weil wir nichts zahlen. Wir hätten was zu essen gezahlt, aber die Möglichkeit hat er uns gar nicht gegeben. Wir mussten Bier kaufen vorher. Und das habe ich nicht eingesehen. Wieso zum Teufel? Na gut, dann schlafen wir nochmal bei der Kloake. Bin ich mal gespannt, ob wir hier noch 3 Stunden jetzt haben. Wir haben den ganzen Tag wieder. Ich habe da irgendwas falsch eben gemacht. Ich bin ein Dödel. Was habe ich denn da wieder angestellt? Ah, das ist ärgerlich, ne? Man wollte Geld sparen. Ja, 7 Stunden ist zu viel. Machen wir mal 5. Und jetzt essen wir auch einfach hier. Mein Gott, gut ist. Dankeschön. Alle sind gesättigt. Das wollten wir. Hab Dank, hab Dank. Haben wir vielleicht... Ah, wir können Backesel jetzt kaufen, oder? Packesel, 30 Dukaten. Wir hätten ihn gerne. Also, eine Zusatzmod. Einen Packesel dabei zu haben. Der...
Nachteil ist, man hat den... Ich zeige das jetzt einfach mal. Wir werden den jetzt kaufen. Falschen natürlich nochmal. Nochmal was drauflegen. Ja klar, wie wäre es mit 15? Ach, schade. Ja, ja, wir kaufen ihn. Es freut mich immer wieder, mit euch Geschäfte zu machen. Und den bekommt... Wiegt der was? Den bekommt Chojin. Gerade schauen. Der wiegt nichts. Alles klar, der nimmt mir nur einen Platz weg. Also der Punkt bei ihm ist, obwohl besser gebe ich dem mal Nahema, obwohl, ne, ist das eigentlich egal. So. Der Packesel war eine Mod gewesen, wir können da Gegenstände reintun. Ihr seht, wir haben zusätzliche 42 Gegenstände. Ist ziemlich fies, weil man kann auch direkt sagen, ja, das ist ja ein bisschen wie Cheaten. Aber ich finde ihn ganz realistisch und er passt auch ganz gut. Wir werden aber es so machen, dass ich ihn nicht mit in Dungeon reinnehmen kann. Das heißt, wir werden es so lästig machen, wenn wir natürlich irgendwie vorm Haus sind, wie in das Boot oder so, kann ich direkt die Gegenstände reintun. Aber sobald wir irgendwie im Dungeon wie in der Zwingfeste sind, ich habe Gegenstände, darf ich die Gegenstände nicht direkt jetzt so reintun, weil er draußen wartet. So werde ich das irgendwie anwenden. Ich hoffe, dass das so in Ordnung ist. Ich finde das besser als diese andere. Es gibt eine Mod, wo man sich ein Alchemie-Set machen kann und das und all so ein Zeug und Tränke und da kann man ganz viel Kram sich haben, wo man dann ja alles so Taschen hat voll, so wie die hier, und kann dann mehrere Fenster so aufbauen und dann kann man alles reintun. Und weil Gegenstände hier drin wiegen nichts, die kosten nicht zusätzlich, weil ich trage ihn ja nicht, er rennt ja mit uns rum. Aber das funktioniert bei den Taschen wohl genauso. Deswegen habe ich diese Mod nicht angewandt, auch wenn es ganz cool ist, wenn man dann besser sortieren kann die Sachen und mehrere Kästchen hat, so wie man das zum Beispiel bei Diablo oder so kennt. Und deswegen fand ich die zu unrealistisch. Da ist das hier wesentlich realistischer und rollenspielmäßiger. So, naja, das hat uns natürlich 30 Dukaten gekostet, aber die mussten wir anwenden. Die Mod, also das ist schon, die haben sich gelohnt, die 30 Dukaten. Jetzt sollten wir gerade mal schauen, gibt hier auch irgendwo bestimmt Nahrung? Genau wie das Schuldbuch halt so eine Mod ist. Also ja, immer einmal zurück mit dem gehen. Keinerlei Nahrung. Ja, Schlafsäcke, wir haben Herbst. Schlafsack tut nochmal ein bisschen mehr, glaube ich, regenerieren. Und gibt höheren Kälteschutz. Wäre natürlich nicht schlecht, auf Reisen zu haben. Wir müssen überlegen. Kostet 10 Dukaten hier das Schweinteil. Das ist schon ordentlich. Momentan haben wir nur eine Decke. Gibt Kälteschutz 2. Es wird bald Winter. Wir haben schon Herbst. Das wäre schon gut. Aber das wären 60 Dukaten. Ein Kind bleibt vor euch stehen und starrt mit riesigen Augen auf eure Waffen. Boah, hast du aber ein großes Schwert. Na, da staunst du was. Wird wohl Rondra gemeint haben. So. Wie sieht das bei dir aus? Was kostet bei dir ein Schlafsack? Du hast keinen Schlafsack. Verdammt. Aber du hast Nahrung. Die kosten nur 3 Silbertaler. Das ist in Ordnung. Wir sind 6, wir brauchen also 12. Kostet 3 Dukaten. Wir wollen falschen. Schade. Schlecht gewürfelt. So. 2 Stück. 2 Stück. 2 Stück. Dann sollten wir für die Reise genug haben und werden uns mal nach Felsen aufmachen. Wäre auch möglich, schon nach das Bota und sich bessere Waffen zu holen, aber oh, ich habe irgendwo... Habe ich mich verrechnet? 12? 12 hätte stimmen müssen. Habe ich irgendjemand 4 gegeben? Ja. So, und wir sollten mal ein bisschen sortieren. Du hast als Ersatzwaffe ein Schwert. Das ist in Ordnung. Ui, du hast ganz viele Klingen gerade.
Das ist nicht gut. Ein Wurfdolch. Jede Menge Fall. Oh, hier steht eine 11, das heißt, ich dachte schon F1. Zwei. Ja, gut, wir verkaufen noch eins davon. Ja. Eins davon verkaufen wir, das hier. Und du hast auch eine zu viel. So, ich wollte mal gucken, wer denn hier halbwegs damit umgehen kann. Ja, nee, Schwert behalten wir. Schwert ist eine geile Waffe. Die wird schon irgendwann gleich kaputt gehen und dann sind wir froh, dass wir eine haben. Ja, die Robe kann weg. Ja, wir haben eine Schleuder. Das hätte ich schon längst machen sollen, ne? Munition muss ich auch nicht suchen in dem Teil, glaube ich. Später muss man, glaube ich, Steine suchen. Im zweiten. Moment mal. Hier. Gibt uns etwas Kälteschutz. Status. Könnte ich nicht irgendwo gucken? Kälteschutz. Rüstungsschutz, magieresistent. Kälteschutz. Oder sah ich den auch über das Schuldbuch? Nee. Es gab, glaube ich, irgendwas, eine Mod, wo man das, glaube ich, sieht, oder? Bin mir nicht sicher. Jetzt muss ich mal überlegen, wir hatten hier, glaube ich, keine Ersatzklinge. Ja, genau. Jetzt, wir müssen mal schauen, wer mit Speeren halbwegs umgehen kann. Kampfwerte. Speere. Könntest du nicht schlecht, Herr Shannara. Und zwar, aber du wirst sowieso natürlich eine Orknase nehmen später. Ich glaube, ich mache dich mit Speeren. Kannst du in den Nahkampf mal gehen? Das ist eigentlich ganz cool. Weiß ich aber noch nicht. Wir könnten dich mit Speeren machen. Aber eigentlich brauche ich alle Punkte. Und du kannst die ja nicht tragen. Ne? Vermute ich ganz stark. Aber wir testen mal überhaupt, ob das überhaupt geht. Nahima kann den Gegenstand Hilbarde nicht benutzen, weil dieser für Maga nicht verwendbar ist. Wie sieht das bei dir aus? Aha, hat sich das auch schon geklärt. Hättest du den Speer tragen können? Hätte ich ausprobieren müssen. Mist. Mist, verdammter. Du kannst die auf jeden Fall tragen. Wie hoch bist du da drinnen? 9 und 8. Das ist nicht so. Wesentlich weiter drunter. Zwerg wäre natürlich, könnte dann später dann den Drachentöter nehmen vom zweiten Teil. Aber die Orknase, die mag ich, ist besser. Darum. Ist halt immer so eine Frage, wie man spielen will. Ja, mit Axten kannst du gerade viel besser umgehen. Das macht alles keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Höchstens Zweihänder würde Sinn geben. Ja. Schade. Müssen wir mal schauen, dass man mal mit anderen spielt. Also mit einer anderen Truppe vielleicht nur. Mal ohne Torwaler, ohne Zwerg und ohne Krieger wäre doch mal interessant. Nur mit Jägern und dergleichen.
aber es macht es schwerer und die Frage, ob es auch so viel Spaß macht. So, wir haben noch was zu verkaufen. Wir brauchen einige Jacken oben, die haben wir hier nicht. Schade. Wie sieht es mit dem Wasserschlauch aus? 3 Rationen. Ups. 3 Rationen, ist alles noch voll, ne? Sieht gut aus. Haben sie irgendwo aufgefüllt. Okay, das sieht in Ordnung aus. Und du darfst einen Dolch behalten. Du brauchst zum Ernten eine Kräutersichel, ne? Da gibt es, glaube ich, auch noch so eine magische, die wir finden müssen. Die konnte man irgendwo kaufen am Stand. So, wir gehen noch zum anderen Händler. Halt. Wir machen gleich schon zu, es sieht so dunkel aus. Aber es ist einfach nur bewölkt, glaube ich. Wir verkaufen die beiden Waffen noch. So, Doppelklick. Moment. Die sind jetzt drin, ne? Alles klar. Ja, wir hätten gerne mal wieder 40. Nö, willst du nicht? Und dann machen wir nochmal 15. Dankeschön. Und verlassen den Laden. Suchen wir mal einen anderen Händler auf. Halt. Du hast Waffen. Wurfball. Guckt euch mal den Himmel an, wie dunkel der ist. Wieso ist der Himmel so dunkel? Früher Morgen. Sieht aus wie nachts. Also du hast einen Wintermantel, der natürlich Schweine viel kostet. Und auch extrem viel wiegt. 120 Unzen. Wir brauchen ein paar von den Schlafsäcken. Die haben wir beim anderen nicht gefunden. ...60 Dukaten. Das ist ordentlich. Moment, nicht, dass wir doch schon einen haben. Muss ich durchschauen. Decke, 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 Decke. Okay, und wir brauchen jetzt noch ein paar Jacken für Wind. Und zwar 1, 2, 3, 4 Roben brauchen wir. Moment, kannst du eine dicke Robe tragen? Könntest du. Alles klar. Könntest du. Wirst du aber erstmal nicht tun, weil sie zu teuer und dergleichen ist. So, dann hätten wir gerne den Schlafsack 6-mal. Wir brauchen ihn. Für etwas mehr Regeneration. Und wir wollen 40 Dukaten. Und nochmal 15. Ach, schade. Na ja, gut. 62 Dukaten weg. Nein, nein. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen unbedingt Körperkraft höher machen, weil die hier alle ein extremes Platzproblem kriegen. So, die ganzen Decken können weg. Wir haben die beste Schlafmöglichkeit erhalten. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir, wie sehr die das umgesetzt haben. Also im Originalspiel war es egal, ob wir mit Schlafsack im warmen Sommer geschlafen haben. Hier könnte das vielleicht anders sein. Und dass wir uns dann im Sommer nochmal eine Decke holen müssen. Aber das sind 3 Quartale. Also, da vergeht so viel Zeit. Ich glaube, bis wir da sind, vergehen nochmal 100 Videos oder so. Also juckt uns das erstmal nicht. Gut, jeder hat seinen Schlafsack. Dann müssen wir uns jetzt noch Mäntel besorgen. Wir können noch hier den Kram verkaufen. Ach Mensch, Doppelklick.
Komm, 30. Etwas weniger. Ja, kein Problem. Da hast du 10. Dankeschön, das hat geklappt. So, wir brauchen ein Jäckchen für den Wind, damit wir uns keine Erkältung holen. Das ist nämlich schrecklich, wenn dem so ist. Ach, keine Auswahl. Oh. Nein, der ist viel billiger. Scheiße. Das ist ein Scherz, ne? Hätten wir einige Dukaten gespart. Ah, also dieses ständige... Da müsste ich wirklich jeden abklappern, um Geld zu sparen. Würde sich sehr wahrscheinlich auch enorm rentieren. Brrr, 46 Dukaten nur noch. Schaut euch das an. Das Geld ist so schnell weg in dem Spiel. Gehen wir mal hier rein. Wir hätten natürlich auch noch gerne was Rüstungsschutz. Ja, hätten wir eigentlich gerne, ne? Oh, eine Sense. Aha. Hier, guck mal, eine Ochsenherde. Eieiei. 6 bis 21 Schaden, das ist natürlich ziemlich geil. Aber wenn die kaputt geht, dann heul ich. Das ist schon cool. Das ist schon ein dickes Ding. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Wie sieht es denn hier aus mit Rüstung? Kann ich mal hier schauen, was wir haben? Okay, du hast noch nicht mal eine richtige Rüstung. Du solltest eine Krötenhaut kriegen. Krötenhaut, Krötenhaut, Krötenhaut. Du hast eine Lederweste. Krötenhaut wäre besser. Bah, du hast nicht mal einen Waffenrock. Okay. Wir brauchen jede Menge Krötenhaut eigentlich. Und du brauchst noch ein Lederzeug. Puh. Wir bräuchten so 500 Dukaten. Das wäre nicht schlecht. Es gibt ja auch eine Mod, damit man etwas mehr Geld beim Verkauf kriegt. Da hätten wir jetzt ein paar hundert Dukaten mehr. Nach dem Dungeon. Da kriegt man, glaube ich, irgendwie 30% oder so immer. Und nicht hier so 10 oder sowas, was wir hier gerade kriegen. Oder 5. Also, Krötenhaut bringt uns schon mal enorm viel. Lederzeug. 2 Stück. 48 Dukaten. Komm, bitte. Handel. Ach du Scheiße. Hey, können wir uns gar nicht leisten. Ha! Das ist gut. Da kann man das ja einen kleinen Trick im Spiel, ne? Huch! Oder auch nicht. Hehehehe. Verzieht euch. Ja, das ist ja ziemlich in die Hose gegangen. Das ist schlecht. Das ist der einzige Händler, der hier vernünftig Waffen und Zeug hat. Sollten wir nicht irgendwie sauer machen. Schade, dass wir nicht nochmal ins Zeughaus können. Das Beste wäre wirklich gewesen, man geht rein, macht den kompletten Dungeon, plündert alles und geht mit 300, 400 Dukaten in das Zeughaus und kann sich komplett ausrüsten. Das wäre ideal gewesen. Das hat leider nicht geklappt. Das hat leider nicht geklappt. Das Spiel ist wesentlich schwieriger als das Original. Das ist nun mal so. Ja, vielleicht lässt er uns ja irgendwann mal wieder rein. Wo haben wir noch einen Waffenhändler gehabt? Wir hatten noch einen zweiten. Den hier oben. Der leider nur ganz wenig Auswahl hatte. Ne? Da sind nochmal Marktstandwaffen. Da können wir mal vorbeigehen. Kriegen wir vielleicht auch bessere Preise. Hallihallöchen. Mensch, du hast ja richtig viel Auswahl. Was haben wir eigentlich für Schuhe? Oh, wir könnten uns richtige Stiefel leisten. Das ist ja schon mal was. Die sich aber bestimmt auch abnutzen. Tun sie auf jeden Fall in Teil 2. Kräutermarktstand. Oh, was hast du denn? Ein Finagebäumchen. Nochmal Waffen.
Oh, der Waffenhändler ist ja richtig gut betucht. Toll, ein Hemdchen hat er für uns. Hier gibt's ja gar nichts. Da widerspricht natürlich Odin, da gab's Schnaps. Ein Waffenrock. Den kaufen wir. Den kaufen wir für den Magier. Das machen wir. Ja, ich bin extrem am Überziehen wieder, ne? Das ist blöd. Ja, ich kaufe mal was so geht und dergleichen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis demnächst, euer Chochin.